von Naturkräften an den Rand des Weltalls gerissen. Ein Flug in die Todeszone. Doch diese Frau hat überlebt. Ich merkte, wie mir wirklich schwarz vor Augen wird. Lawine, Tsunami oder Notwasserung. Sie lässt kaum eine Katastrophe aus und überlebt doch alle. Und wie ein Auto ins Kirchendach flog. Unglaublich, aber wahr. Hallo aus der Werkhalle von Terra Express. Glauben Sie eigentlich an Schutzengel? An Zufall, Schicksal, irgendeine Kraft, die im entscheidenden Moment helfend eingreift? Terra Express geht heute ein paar unglaublichen Geschichten auf den Grund. Wir lernen ein paar Menschen kennen, die waren gewaltigen Naturkräften ausgesetzt und hatten eigentlich überhaupt keine Chance mehr. So wie die Frau, die von einem gewaltigen Sog bis an den Rand des Weltalls gerissen wurde. Was die Gleitschirmfliegerin Eva Wisniewska vorhat, sieht nach einem ganz normalen Trainingsflug aus. In Australien übt sie mit dem Team der deutschen Nationalmannschaft. An diesem Tag zusammen mit ihrem Partner. Eva freut sich über beste Flugbedingungen und einen fast klaren Himmel mit nur einigen Wolken. Aber eine halbe Stunde später beginnt sich das Wetter drastisch zu verändern. Und als wir etwa so 50 Kilometer vom Startplatz entfernt waren, haben wir aber gemerkt, dass sich die Wolken, die zwei großen, hinter uns verbunden haben. Das heißt, die sind so gewachsen, dass sie dann eine große Wolke gebildet haben. Düstere Aussichten. Doch die Sportler denken nicht ans Landen. Im Wettkampf, da setzt der Verstand aus und man geht mit dem Kopf durch die Wand und keiner will der Erste sein, der aufhört. Doch dann wird es auf einmal wirklich ernst. Die Gleitschirmflieger versuchen, der dunklen Riesenwolke auszuweichen, aber das Manöver misslingt. Während ihr Partner es gerade noch schafft, wieder aus der Wolke herauszukommen, erfasst ein mächtiger Aufwind Eva und ihren Schirm. Die erfahrene Sportlerin verliert die Kontrolle. Das Steigen hat überhaupt nicht aufgehört. Im Gegenteil, es wurde immer stärker. Ich konnte einfach nichts mehr machen, um runterzukommen. Und dann wusste ich, dass ich in Lebensgefahr bin. 4000 Meter, 5000 Meter Höhe. Eva wird immer schwächer. Ich konnte die Erde nicht sehen, ich konnte meinen Schirm gar nicht sehen. Ich wusste teilweise nicht, wo oben, wo unten ist. Ich merkte, wie mir wirklich schwarz vor Augen wird und wie die Lichter praktisch ausgehen. Eva verliert das Bewusstsein. Immer höher wird sie in das Gewitter gezogen, auf 10.000 Meter. Eisige Kälte bis zu minus 55 Grad. Die sogenannte Todeszone. So weit oben fliegen normalerweise Verkehrsflugzeuge. Was dann passiert, daran hat Eva später keine Erinnerung. Aber das GPS-Gerät hat ihre Route aufgezeichnet. Beim Auslesen des Höhenmessers stellt Eva fest, sie wurde 45 Minuten lang in 7 bis 10.000 Metern Höhe herumgewirbelt. Das war dann wirklich ein Schock, dass ich wirklich so hoch war. Ich kann es bis heute noch nicht fassen. Das ist irgendwie, ja, man sieht etwas und kann es kaum glauben. Wie sie so etwas überleben konnte, das beschäftigt Eva bis heute. 45 Minuten fast ohne Sauerstoff oben in der eisigen Kälte. Welche Erklärung es dafür geben kann, das will ich gemeinsam mit der Sportlerin herausfinden. Evas Fall scheint die medizinische Lehrmeinung auf den Kopf zu stellen. Sie müsste eigentlich tot sein. Denn eine Dreiviertelstunde in 10 Kilometer Höhe bei minus 55 Grad, das kann niemand überstehen. Eva aber hat überlebt. Und nicht nur das, sie hat keinerlei bleibende Schäden. Was sie erlebt hat, versuche ich gleich selbst in einem Versuch nachzuempfinden. Und wie kalt war das, so ungefähr wie hier in der Kammer? Also ich friere hier schon ganz schön, muss ich sagen. Na, es war schon deutlich kälter. Also du kannst dir vorstellen, jetzt bist du trocken, wenn du noch komplett nass bist und der Hagel schlägt auf dich. Das ist, und der Wind noch dazu, es ist deutlich kälter. Also die 0 Grad hier sind nichts für dich jetzt. Naja. Also was die Eva da oben durchgemacht hat, das würde ich natürlich nie aushalten. Aber ich kann zumindest einen kleinen Eindruck davon bekommen. Und zwar hinter dieser Scheibe. Denn da kann man Kälte und Höhe simulieren, und zwar auf Knopfdruck. Und genau das werde ich jetzt mal ausprobieren. Etwas mulmig ist mir doch dabei.
was da wohl auf mich zukommt. So, jetzt bin ich drin. Der erste Eindruck ist, als hätte ich überhaupt keine Kleidung an. Die Kälte geht sofort durch bis auf die Haut. Und das fühlt sich gar nicht gut an. Ich will wissen, was mit meinem Körper in so einer Extremsituation passiert. Wie Eva bei ihrem Unfall trage ich nur eine dünne Hose und eine leichte Jacke. In der Kammer herrschen minus 25 Grad und Sauerstoffverhältnisse wie in 6000 Metern Höhe. Bedingungen also, unter denen Eva das Bewusstsein verlor. Alpinmediziner Dr. Walter Treibel überwacht das Experiment. Durch das Muskelzittern bringt den Kreislauf auf Schwung, verbeutet aber da relativ viel Energie damit. Wenn man passiv ist und nur rumsitzt, ist die Kälte viel intensiver. Und das spüre ich jetzt am eigenen Leib. Oh, der ganze Körper schreit, beweg dich, um ein bisschen wärmer zu werden. Vielleicht hilft das ja. Ich kann einfach nicht länger stillsitzen. Ist Bewegung der einzige Ausweg? Auch Eva hat sich durchs Gleitschirmfliegen körperlich angestrengt. Doch die Kälte ist nicht das einzige Problem. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der fehlende Sauerstoff oder die Kälte? Die Kälte sagt, mach schneller. Und der fehlende Sauerstoff sagt, mach langsam. Die Luft wird dünn für mich. Ich kann es sehr gut nachempfinden. Das tut richtig weh. Am schlimmsten war die Kälte. Also, dass ich Sauerstoffmangel hatte oder dass zu wenig Sauerstoff war, habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber Evas Körper reagiert darauf und zieht selbst die Notbremse. Sie wird bewusstlos. Hoffentlich passiert mir das nicht. Der Experte für Höhenkrankheiten schaut jetzt zur Sicherheit mal nach. So, jetzt halt mal doch mal kontrollieren. Walter Treibel hat mich vor dem Experiment untersucht und kennt meine Werte. Jetzt macht er den Vergleich. Fazit nach 10 Minuten, erhöhter Blutdruck, dafür weniger Sauerstoff im Blut. Das erste Alarmzeichen. Also 91, Sauerstoffsättigung schon ein bisschen niedriger, geht gerade noch. Bei einem Sauerstoffsättigungswert von 90 bin ich gerade noch stabil genug, um weiterzumachen. Doch die Höhenluft und die Kälte treiben mich immer mehr an die Grenzen. Und das spüre ich im ganzen Körper. Ich kann meine Fingerspitzen nicht mehr fühlen. Und irgendwie wird das Sprechen schwierig. Jetzt bin ich gerade mal eine Viertelstunde hier drin und bin nicht nur schlapp, sondern irgendwie auch wirr im Kopf. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, okay, mein Ich bin völlig fertig. Eva weiß wohl am besten, wie ich mich gerade fühle. Die Haut scheint zu zerreißen. Der Schädel fühlt sich an, als würde er platzen. Dabei bin ich noch weit von Evas Erfahrung entfernt. Sehr weit. Bei ihr war es mehr als doppelt so kalt, bis minus 55 Grad. Und Eva war ja ganze 45 Minuten da oben. Je länger ich hier sitze, desto unfassbarer finde ich das. Der Blutdruck steigt immer höher und die Körpertemperatur sinkt auf 35 Grad. Meine Sauerstoffsättigung im Blut macht Walter Treibel Sorgen. Die Sättigung, naja, die steht zu unter 90. Ja, jetzt wird schon kritisch. Und das macht. Das ist das, was mich schwindelig macht? Ja, richtig. Dieses wenig Sauerstoffdings im Blut. Genau. Da kommt dann auch viel zu wenig im Kopf an. Ich möchte eigentlich nur noch schlafen. Ja. Aber irgendwie scheint mein Verstand ausgeschaltet zu sein. Da geht nicht mehr viel. 2 Minuten schaffe ich noch. Nein, ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit. Also jetzt, den Sport, der Ehrgeiz muss jetzt bremsen. Ich glaube, wir hören auf. Nach 20 furchtbaren Minuten gebe ich auf. Durch den Sauerstoffmangel kann ich kaum noch klar denken. Die Kälte ist einfach unerträglich geworden. Doch genau da sieht der Mediziner einen Zusammenhang mit Evas scheinbar unerklärlicher Rettung. Warum sie überlebt hat, ist meiner Meinung nach die Kälte. Aber das erscheint mir jetzt paradox. Man erfriert doch dann. Ja, aber sie ist jetzt relativ schnell in die große Höhe raufgekommen, ist dann schnell unterkühlt gewesen. Und dann bei der Unterkühlung sind alle Stoffwechselvorgänge sehr viel langsamer. Das heißt, die braucht auch viel weniger Sauerstoff. Damit hat sie eine viel größere Überlebensrate. Eigentlich ein medizinisches Wunder, oder? Kann man sagen. Ich muss sagen, sie hat einfach enorm viel Glück gehabt.
Vermutlich hat also die Kälte Eva in eine Art künstlichen Winterschlaf fallen lassen. Da hing sie immer noch an der Grenze zum Weltall. Doch plötzlich, der Gleitschirm klappt zusammen. Eva rast aus 10 Kilometern Höhe der Erde entgegen. Und dann das Riesenglück. Also irgendwo in der Höhe ist er wieder von alleine aufgegangen und flog wieder. Und ich vermute, dass ich eben von diesem Öffnungsstoß wieder aufgewacht bin. Es ist ihre letzte Chance. Eva steuert ihren Schirm mit plötzlich erwachten Kräften raus aus Sturm, Hagel und Eis in Richtung Erde. So verdankt sie ihr Leben einer Verkettung unglaublicher Ereignisse. Die Kälte rettet sie vor dem Erstickungstod in 10 Kilometern Höhe. Hätte sich ihr Gleitschirm nicht geöffnet, wäre sie ungebremst in den Tod gerast. Und dann entwickelt Eva eine Kraft, die sie selbst nicht für möglich hielt. Ich gebe zu, ich bin kein gläubiger Mensch gewesen und habe trotzdem gedacht, lieber Gott oder Engel, wenn es euch gibt, bitte helft mir, da rauszukommen. Aber wer jetzt vielleicht glaubt, Eva würde ihren Gleitschirm an den Nagel hängen, der liegt ganz weit daneben. Ich wusste aber sofort, ich werde nicht aufhören mit dem Fliegen, weil das ist, was mir die Kraft gibt. Ich kenne kein anderes Gefühl, was stärker ist als Freiheit wie beim Fliegen. Als ich die Geschichte von Eva Wisniewska zum ersten Mal gehört habe, da konnte ich es auch kaum fassen. Aber sie hat diesen Horrorflug tatsächlich fast unbeschadet überstanden. Und wenn Sie jetzt glauben, hey, da hat die Eva aber Glück gehabt, dann warten Sie mal ab, bis Sie die Frau kennenlernen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Terra Express sucht nach einer Erklärung dafür, wie sie es schafft, dem Tod immer wieder von der Schippe zu springen. Ein ganz normaler Wintertag in New York. Jedenfalls bis um 3:30 am Nachmittag. Notlandung im eisigen Hudson River. Ein Vogelschwarm hat einen Triebwerksschaden verursacht. Der Pilot versucht das Unmögliche. Die Landung auf dem Wasser. Eine große Rettungsaktion läuft an. 155 Menschen bangen um ihr Leben. Wie durch ein Wunder überleben alle. Darunter die New Yorker Top-Managerin Marion Bruce. Und bei ihr war es nicht zum ersten Mal richtig knapp. Mein erster Gedanke war, warum passiert immer mir sowas? Denn Marion scheint immer da zu sein, wo Katastrophen passieren. Und nie geschieht ihr etwas. Auch bei der Wunderlandung im Hudson River hat sie keinen Kratzer abgekriegt. Das ist mein Koffer vom Hudson River. Ich hebe ihn auf, als Erinnerung an diesen Tag. Erinnerung auch daran, wie oft Marion schon davongekommen ist. Zuerst Mitte der 80er auf Hawaii. Sie will mit ihrem Mann ein paar schöne Tage verbringen, ein Traumurlaub. Bis plötzlich hastig der Strand geräumt wird. Ich dachte, Mist, das ruiniert mir einen Urlaubstag. Das macht keinen Spaß. Und dann sieht sie, wovor sie gerettet wurde. Ein Tsunami rollt auf Hawaii zu. Die Managerin ist ihm gerade noch so entkommen. Aber das sollte nur ihr erstes Katastrophenerlebnis sein. In den 80ern entkommt sie außerdem knapp einer Lawine, weil sie früher als geplant nach Hause fährt. Dann mitten in einem Hurrikan. Marion passiert nichts. Noch schlimmer kommt es 1993. Sie arbeitet im World Trade Center, als im Keller eine Bombe explodiert. Das war die erste Katastrophe, bei der ich wirklich Angst hatte. Bei dem Anschlag sterben 6 Menschen. Marion hat wieder Glück. Januar 1994. Ein starkes Erdbeben erschüttert Kalifornien. 72 Menschen kommen ums Leben. Wieder ist Marion vor Ort und erlebt das Beben hautnah. Es gab jede Menge Nachbeben. Die waren ganz schrecklich, besonders für jemanden von der Ostküste, der Erdbeben nicht kennt. Marion passiert auch diesmal nichts. Schließlich der 11. September 2001. Marion sitzt gerade in einem Flugzeug direkt über New York.
Ich war in der Luft und der Pilot sagte, ein Flugzeug sei in das World Trade Center geflogen, ein Unfall. Durch mein Erlebnis des ersten Bombenanschlags wusste ich, es war kein Unfall. Marianne hat zu diesem Zeitpunkt ihr Büro nicht mehr in einem der Türme. Ihr Glück. Aber dass sie so oft genau dort ist, wo Katastrophen passieren, scheint nicht normal zu sein. Sie ist so etwas wie ein Pechvogel mit Glück. In den USA heiße ich Katastrophendiva. Als Topmanagerin ist sie zwar permanent unterwegs. Das könnte erklären, warum sie so häufig in Katastrophen gerät. Aber anderen Topmanagern passiert das nicht. Ich denke oft, was alles gut gegangen ist und bin froh, noch bei meiner Familie und meinen Freunden zu sein. Wahrscheinlich war es einfach Glück. Aber kann man Marians Geschichte einfach nur mit Glück erklären? Nein, mein Professor Markus Raab, Spezialist für Leistungs- und Intuitionsforschung. Er ist sicher, Marianne hat in jeder Katastrophe eine richtige Handlungsentscheidung getroffen. Und da war noch ganz anderes als nur Glück im Spiel. Oft wissen wir gar nicht, warum wir dieses komische Gefühl haben, so eine Intuition, dass hier in Zukunft gleich etwas passieren wird. Dabei fällt dem Forscher besonders eine Katastrophe ins Auge. Und zwar der erste Anschlag auf das World Trade Center 1993. Denn hier rettet Marianne Bruce nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben von 60 Kollegen. Marianne leitet gerade eine Besprechung im Nordturm, als es plötzlich geschieht. Ich bin im Büro, dann dieser Knall, das Gebäude zittert, ich schaue raus. Aber nichts passiert. Keine Durchsagen über Lautsprecher, nichts. Keine Panik. Dann sah ich Rauch und wusste, das heißt nichts Gutes. Auf keinen Fall hierbleiben, wenn Rauch den Aufzugsschacht hochkommt. Wir haben ja fast nichts mehr gesehen. Leute, bleibt ruhig. Alles wird gut. Nehmt eure Wertsachen und ab zum Ausgang. Also habe ich mein Team zusammengerufen, dann mussten wir 34 Stockwerke die Treppe runtersteigen. Weitergehen, geht weiter, immer weiter runter. Es war stockdunkel, das Treppenhaus war geschlossen, die Lampen waren aus. Zählt die Stufen beim Runtergehen. Es geht um jede Sekunde. Obwohl sie den Fluchtweg kaum sehen kann, bringt Marianne ihr gesamtes Team heil aus dem Gebäude. So, als hätte sie ein Überlebensrezept in sich. Man hat mir als kleines Mädchen gesagt, wo Rauch ist, ist Feuer. Verschwinde und verschiebe Fragen auf später. Daher entschieden wir zu evakuieren und später die Fragen zu stellen. Nicht nachdenken, sondern handeln. Das ist Mariannes Prinzip. Und damit ist sie bis jetzt gut durchgekommen. Wenn wir bewusst etwas verarbeiten, versuchen wir, verschiedene Alternativen abzuwägen. Wir denken lange darüber nach, was die Vor- und Nachteile meiner Handlung sind. Das ist evolutionär nicht von Vorteil. Deswegen haben wir auch ganz schnelle Systeme, die uns bereit machen, schnell zu reagieren. Und dabei geht es um die Intuition. Sie lässt uns Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, die rational nicht so schnell zustande kommen. Es ist sozusagen die Macht des Unterbewusstseins, die dann das Handeln bestimmt. Tatsächlich scheinen solche schnellen Bauchentscheidungen sehr oft besser zu sein als langes Nachdenken. Wie das funktioniert, dazu zeigen wir mal ein Experiment. Gute Kandidaten dafür sind zum Beispiel Handballer. Sie haben keine Zeit, lange zu überlegen, sondern müssen blitzschnell über die richtigen Spielzüge entscheiden. Wie Michael Hegemann. Als Kapitän und Mittelmann der HSG Düsseldorf ist er der Ballverteiler. Es ist mit Sicherheit so, dass man am meisten Erfolg hat, wenn man auf einmal denkt, so, oh, warum habe ich denn jetzt geworfen oder warum habe ich denn jetzt das Anspiel gemacht? Wie sowas genau vor sich geht, zeigt uns jetzt Wissenschaftler Markus Raab in einem Test mit Michael Hegemann. Um mitzubekommen, wie schnell die Augen des Sportlers reagieren, kriegt der einen Eye-Tracker verpasst. Dann sieht Hegemann auf einer Leinwand ein Handballspiel. Das aber wird im entscheidenden Moment gestoppt. Der Handballer soll ohne nachzudenken den Spielzug nennen, den er für den richtigen hält. Test Nummer 1.
Hier wäre die Lösung Pass zum Kreisläufer. Entscheidet Hegemann intuitiv richtig? Pass zum Kreisläufer in diese sich ergebende Lücke. Stimmt. Aber vielleicht nur Zufall. Zweiter Test. Versuchen des Durchbruches an den Vorgezogenen vorbei und dann wieder Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Exakt. Eigener Torwurf. Zusammenspiel mit dem Kreisläufer, eigener Torwurf. Spiel in der 2-gegen-2-Situation. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Obwohl die Situationen so schnell ablaufen, dass der Handballer sie nicht komplett erfassen kann, trifft er in 73% intuitiv die richtige Entscheidung. Auch Marion hat im World Trade Center intuitiv richtig gehandelt, als sie ihre Mitarbeiter aus der Gefahr führte. Es sind oft nur Sekundenbruchteile zum Reagieren. Wenn wir in Stresssituationen sind, können wir nicht viele Handlungsalternativen durchdenken und nehmen die erste, die uns unsere Intuition vermittelt. Das nennen wir Takes the First Heuristik, also die Entscheidung, sich auf die Intuition zu verlassen und die erste mögliche Handlungsoption auszuwählen, die uns gerade in den Kopf kommt. Und jetzt noch der Test, ob solche intuitiven Entscheidungen tatsächlich die besten sind. Nun bekommt Handballer Hegemann Zeit, seine Entscheidungen zu überlegen. Aber das Nachdenken tut ihm gar nicht gut. Er wählt bei mehr als der Hälfte aller Situationen den falschen Spielzug. Und das hat seinen Grund. Intuition basiert auf Wissen und Erfahrung, die im Unterbewusstsein abgelagert sind. Pro Sekunde stürmen auf jeden Menschen Millionen von Sinneseindrücken ein. Aber nur etwa 40 davon kann das Gehirn pro Sekunde bewusst verarbeiten. Zu wenig für komplexe Handlungen. Deswegen schaltet sich im entscheidenden Moment das Unterbewusstsein mit seinem Wissensschatz ein. Nachdenken würde unser Handeln verzögern, oft zu lange. Wir können nicht sagen, dass Intuition immer besser ist als das Gegenteil, das längere Nachdenken über Punkte. Aber wir wissen, dass bei Experten, die 10 Jahre in ihrem Managerjob waren, in ihren Sporterfahrungen, dass die diese Intuition nutzen können, um in kürzester Zeit das Richtige zu machen. Eine Erklärung, die sicher auch auf Marion zutrifft. Sie hat über die Jahre jede Menge Expertenwissen in Entscheidungssituationen angehäuft. Die beste Voraussetzung für blitzschnelles, richtiges Handeln. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich nach all den Katastrophen inzwischen entspannter damit umgehe. Das liegt auch daran, dass sie bisher immer gut ausgegangen sind. Ich verfalle also nicht in Panik, rufe nach meinem Mann und meinen Kindern, all das. Ich habe kein Trauma- oder Panikverhalten mehr nach allem, was ich schon erlebt habe. Und Erinnerungen wie ihr Glückskoffer aus dem Hudson-Unglück gibt Marion immer wieder Kraft. Wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich in Gedanken zurück und sage mir, nichts kann so schlimm sein wie das. Wenn du das überlebt hast, kannst du alles überleben. Vorausgesetzt, sie hört weiter auf ihre Intuition. Unser Unterbewusstsein arbeitet schneller als unser Verstand. Und zwar ungefähr 0,3 Sekunden schneller. Forscher konnten das messen, als sie feststellten, dass sich Entscheidungen in unserem Gehirn bereits abzeichnen, bevor uns das dazugehörige Problem überhaupt bewusst wird. Im folgenden Fall hätte so eine Blitzentscheidung aber auch nicht geholfen. Denn der junge Mann, der ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und dann 7 Meter hoch durch die Luft geflogen. Und die Landung, aber was soll ich Ihnen sagen? Das glauben Sie nur, wenn Sie es selbst sehen. Mit Vollgas durch die Nacht. Plötzlich verliert der Fahrer die Kontrolle und legt eine spektakuläre Landung hin. Im Dach einer Kirche. Die Rettungskräfte wollen zuerst nicht recht glauben, was da passiert ist. Bei einem spektakulären Unfall in der Nähe von Chemnitz ist ein Auto in einem Kirchendach gelandet. Der Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Mit einem UFO der besonderen Art hatten es die Bewohner in Limbach-Oberfrohnah gegen 23.15 Uhr zu tun. Das Auto hob ab und krachte in das Dach. Pfarrer Johannes Schubert ist nach dem seltsamen Unglück zur Stelle. Dort, wo dieses dreieckige Fenster ist, über diesem Banner, dort ist er reingeflogen. Auch der Pfarrer fasst es noch immer nicht. Die meisten sagen, das kann es ja überhaupt nicht geben, dass ein Auto hier die Straße kommt, gerade auf die Kirche zu und dann, das ist eigentlich nicht möglich.
Dass der Fahrer diesen Höhenflug mit spektakulärer Landung überlebt, ist schon Wunder genug. Aber wieso das Auto überhaupt abheben konnte, das soll Gutachter Viktor Ammer herausfinden. Und auch er ist zunächst ratlos. Als ich angekommen bin, habe ich dort oben nur das Loch im Gebälk des Dachstuhls gesehen. Und man überlegt sich natürlich, wie kommt das Fahrzeug dort hoch? Fast 2 Tonnen Auto auf Himmelfahrt. Doch die Landung erstaunlich glimpflich. Inzwischen verraten nur noch die 9 Dachbalken, wo das Auto einschlug. Und da sieht man auch, welch riesiges Glück im Unglück der Fahrer hatte. Hier über diese Leitung, da ist er genau reingerutscht, hat die also auch hier erwischt, die Plasteführung hier auch. Die Leitung hat er nicht erwischt, denn da wäre es zu Funkenflug gekommen. Mit dem auslaufenden Benzin des Autos eine explosive Mischung. Ein Funke und das Kirchendach wäre samt Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hätte keine Chance mehr gehabt. Also hier ist eine massive Balkenkonstruktion und auf der anderen Seite auch. Er ist also praktisch in die günstigste Stelle im ganzen Kirchendach geflogen. Gutachter Viktor Ammer sammelt die Fakten, die den Flug des Autos erklären sollen. Man schätzt das ab, dass es hier eine enorme Geschwindigkeit bedarf, um diese Wegstrecke zurückzulegen. Doch das Tempo war nur eine Voraussetzung. Die andere findet Ammer in Gestalt einer Böschung. Durch besondere Umstände ist sie zur Sprungschanze geworden. Wir hatten damals eine sehr kalte Nacht, das über mehrere Tage. Diese Böschung war damals betonhart und infolge dieser sehr harten Fläche ist das Fahrzeug abgehoben. Viktor Ammer kann jetzt den Weg nachvollziehen. Das Auto rast diese Straße entlang und durchbricht die Balustrade. Auf der gefrorenen Böschung hebt das Fahrzeug ab, fliegt über 30 Meter weit und 7 Meter hoch, mitten ins Kirchendach. Der Wagen muss mehr als 130 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Wäre das Auto nur einen halben Meter weiter seitlich auf das Kirchendach geprallt, wäre es nicht eingebrochen, sondern zerschellt. Nur so konnte der Fahrer, wenn auch schwer verletzt, lebend geborgen werden. Die Notärztin kam dann noch mal zurück vom Krankenhaus und hat gesagt, er wird es überleben. Und da haben wir uns alle sehr gefreut, auch die Feuerwehrleute mit. Das war schön, ja. Der spektakuläre Flug ins Kirchendach. Für den Pfarrer Grund genug, eine Gedenktafel zu setzen. Wir haben uns gesagt, wir wollen es auch nicht einfach vergessen, weil wenn es gebrannt hätte oder wenn er gestorben wäre, hätten wir es auch nicht vergessen. Und weil das so gut ausgegangen ist, dürfen wir es erst recht nicht vergessen. Und haben also dann deshalb diese Tafel hier. Denn eines ist auch sicher. Eine solch unglaubliche Geschichte wird man hier wohl nicht noch einmal erleben. Unglaublich, aber wahr. Der Unfallhergang ist inzwischen sogar schon zum Stoff für Vorlesungen an deutschen Unis geworden. Professoren lassen an diesem Beispiel die Flugbahn von Objekten berechnen. Falls Sie diese Geschichten genauso interessant finden wie ich, auf unserer Website gibt es noch mehr Informationen dazu. Das war Terra Express für heute. Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen. We'll be right back.